Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge hier zu meiner Mountain Lodge, ein Winterferienhaus Grundstück hier in Granite Falls. Das ist die Welt aus dem Autoleben Gameplay Pack. Ich bin hinten auf dem Waldgrundstück auf der Karte. Ja, so sieht das aus, ne? Hammerhart. Ich zeig's nochmal mit Kästchen, falls ihr das nachbauen wollt. Der Winter naht unaufhörlich. Winter is coming. So sieht das ganz oben aus. Natürlich haben wir den Berg. Da gibt es dann den Dachboden. Ich meine mal das hier runter. Ne? Das ist eigentlich nur so ein Durchgangszimmer. Da kann man dann hochlatschen. Sonst ist das ein bisschen schwierig, unter dem Dach hier zu bauen, weil es eben keinen Platz gibt. Dann haben wir hier natürlich unser oberes Stockwerk mit dem Schlafzimmer. So sieht das aus. Da kann ich auch mal wieder die Wände hochmachen, dann sieht man es besser. Könnt ihr die Kästchen abzählen, müsst ihr halt Pause machen, so wie das aussieht hier. Ja, that's the case. Dann geht es nochmal weiter nach unten. Da haben wir dann das Wohnzimmer, den Eingangsbereich mit Bar, Kamin und allem drum und dran. Hier mache ich noch den Flur rein. Toilette kommt da oben rein. Da haben wir dann die Bibliothek. Ja, da wird es einem nicht langweilig, wenn man eingeschneit wird. Hier ist natürlich dann die Küche auch. Und hier haben wir dann euren Community-Projektraum. So sieht das aus mit Kästchen. Draußen haben wir noch so einen Abgang. Ja, das müsst ihr wahrscheinlich, wenn ihr es nachbaut, individuell eh machen, weil, ja, der Berg, den kann man schlecht so nachbauen. Das Ding gibt es natürlich in der The Sims 4 Galerie, aber erst wenn es fertig ist, natürlich. So sieht das hier außen aus. Ja, und hier ist auch der Aufgang dann. Ja, so. Das habe ich schon mal nochmal gezeigt mit Kästchen. Wird immer wieder gefragt. Ich weiß, viele wollen das nachbauen. Wir machen heute mal weiter. Und zwar würde ich sagen, hier mit dem Flurbereich. Das ist ja auch noch so ein offenes Ding. Und da brauchen wir natürlich noch eine Toilette. Sonst haben wir in diesem Stockwerk hier gar keine. Dann nehmen wir gleich auch mal eine Tür. Die können wir direkt im Flur reinmachen. Ich würde auch so eine Tür wieder nehmen. Ich finde die immer ganz schön. Die haben so ein bisschen was, ne, vom Balkenstyle hier im Holz. Schönes Holz. Wir haben auch hier genug Platz. Dann können wir da vielleicht auch die Garderobe so hinmachen. Let's do this. Wieso braucht das Ding so viel Platz? Ja, www.moveobjects. Da kann man dann auch mal die Klamotten ausziehen oder so. Wir können das auch vielleicht mal so ein bisschen in die Wand reinfaken. Damit das hier so ein bisschen mehr integrated ist. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir da andere Jacken mit gleichem Holz. Haben wir, glaube ich, nicht. Ne? Oh nein, schade. Dann würde ich trotzdem die gleichen nehmen. Die haben alle Hashtag Grünschals hier. Hier ist so ein kleiner Schirmständer. Dann machen wir doch da auch Deko, Spiegel braucht man da auch, ne? Dann müssen wir aber vielleicht mal auch so ein bisschen so einen freieren nehmen. Der ist ganz toll. Der ist richtig gut. Den müsste man aber an die Ecke stellen, würde ich sagen, ne? Machen wir das mal so. Dann haben wir da vielleicht den Schirmständer, dass der nicht so arg im Weg ist. Gibt es den auch in so einem bräunlichen Ton? Das wäre mir ein bisschen lieber. Ganz genau, perfekt. Und dann können wir da hinten eventuell sogar noch irgendwie so ein Fenster oder so hinmachen, ne? Das wäre, glaube ich, besser, wenn man da nochmal eins hätte. Lasst uns da doch einfach so ein Fenster rein friemeln. Gucken wir mal, wie das... Ja, viel besser. Dann kann man gleich rausgucken. Ah, heute Schnee, okay. Ja, okidoki. Was auch hier vielleicht ganz cool wäre, wenn man dahinter nochmal so einen Spiegel packt oder so. Ich hoffe, dass dann die Jacken da nicht so arger, doch, die verschwinden dann da drin. Ja, noch weiter zurückschieben oder rausschieben kann ich es dann auch nicht. Dann lasst uns hier einen Spiegel hinmachen einfach. Dann nehmen wir auch so einen leuchtenden, damit wir da ein bisschen was Modernes reinkriegen, nicht so einen schäbigen. Dann haben wir das hier schön aufgeteilt. Und ich würde sagen, wir brauchen auch noch so eine Deko-Garderobe. So einen Ständer. Wo ist denn der wieder? Ai, das ist wieder eine Suche hier. Mann. Ja, war der nicht hier drin bei der Deko? Ist der dann bei Säulen drin oder wie? Bei Statuen? Das ist immer so eine schwierige Angelegenheit hier. Das ist nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, wie das Objekt heißt. Vielleicht sollte man sich wirklich mal einprägen. Ich baue so viel, dass ich die Objektnamen kenne. Ja, damit man danach suchen kann. Eieiei. Und man sucht auch halt wieder, ne, sich zu Tode irgendwie. Und wahrscheinlich überspringt man es dann doch. Ja, oh, die müssen auch noch rein, die Birkenholzdinger da. Haben wir die noch nicht? Das kann ja mal nicht sein hier. Keine Birkenholz-Sandalen hier. Eieiei. Ne, das war was anderes. Ich suche mal hier nach Garderobe. Gartenstuhl. Gibt's auch nix. Ja. Weniger ist mehr. Garderobe gibt's da, Aufhänge.
aufhänge. Nee, ich will eigentlich die andere. Ich will nicht aufgehängt werden hier. Ja gut, die könnten auch noch passen. Dann können wir die vielleicht auch noch mal rein. Kann man die so da reinhängen irgendwie, dass man die nicht so richtig sieht? Irgendwie, dass das so aussieht, wie wenn das hier so am... Ja, wenn man die irgendwie noch mal so ein bisschen hier integrated hier. Man da ein bisschen ein paar mehr Objekte, weil man braucht das ja auch, oder? Und da so ein bisschen hier noch was reinhängen. Ja, das sieht ein bisschen voller aus. Das ist gut. Da ist sie doch. Ach, bin ich blind hier wirklich mal. Nein. So, jetzt haben wir das Ding auch. So ist es doch gut. Das reicht auch. Ein bisschen Lampen wäre nicht schlecht. Ich würde ihn da auch so ein bisschen drin verstecken. Das sieht mal ganz gut aus. Dass so indirektes Licht ist und da können wir dann eine schicke Lampe nehmen, sage ich mal. Nehmen wir mal die. Wenn man da auch noch ein paar Dekolampen quasi hat. Ja. Sehr gut. So, da drin machen wir jetzt ein WC. Da haben wir auch ewig Platz, ich weiß. Aber ich wüsste sonst nicht, wie anders tun. Wir machen da einfach ein WC rein. Wir können da auch so ein Stein-WC vielleicht nehmen. Ist ganz gut. Lasst uns da vielleicht auch so einen Steinboden nehmen. Da können wir vielleicht so einen. Ah, das ist ein bisschen arg kellermäßig. Also irgendwie ein bisschen was Luxuriöseres rein. Der ist ein bisschen der Marmor. Der muss jetzt nicht unbedingt sein. Vom Stil her, dann würde ich doch eher die Fliesen nehmen. Aus die da vielleicht. Ja, das ist cool. Und dann hier auch nochmal. Ja, das ist wieder schwierig. Das ist wieder schwierig. Vielleicht können wir auch in so ein Braun da reingehen. Das ist vielleicht noch besser. Ja. Jetzt auch hier erstmal Lampen. So ein bisschen so ein Stollen. Sondern das so ein bisschen so. Ja, kann man da noch Fenster machen? Kann man. Na also, der da hinten guckt eh keine Sau rein. Da können wir vielleicht solche da mal nehmen. Das hat nochmal was. Das ist so ein bisschen noch der alte Flügel, den man noch nicht renoviert hat mit neuen Fenstern. Ja. Da passt auch noch gut jetzt ein Waschbecken rein. Da könnten wir vielleicht auch hier so eins dann nehmen aus Jahreszeiten. Das machen wir hier hin. Und da ist so einen schönen alten Holzspiegel noch drüber, ne? Ja, so ein Schränkchen. Aber das steht echt mittendrin hier. Das ist eigentlich wieder so... Yeah. Dann noch ein bisschen was anderes nehmen, vielleicht sowas. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen ein Stück Grün. Oder das sollen wir einfach in die Dusche reinpacken. Ich meine, schadet ja nichts, wenn man den Platz hat. Lasst uns mal die nehmen und machen wir dann dahin, dass man da auch raus und reinkommt. So. Ja, wenn ich es mir jetzt so angucke, hätte ich die Tür lieber da platziert. Aber dann kriegen wir unsere Garderoben da nicht mehr hin. Nee, ne? Dann machen wir da hinten noch so eine Theke hin. Da ist die vielleicht ganz schön aus Dschungelabenteuer. Nee, da haben wir die normale bitte, ja. Wo ist die normale Theke? Hier, dann haben wir die doch. Guckst du an hier. So muss das sein. Und dann können wir da noch ein bisschen Pflänzchen drauf machen oder so. Dass wir wenigstens ein bisschen was haben hier. Ablage. Handtücher, Klopapier kommen natürlich auch alles rein. Ich würde auch nochmal hier so einen Putzeimer vielleicht reinstellen. Liebe Feriengäste, bitte putzen Sie Ihr Bad selbst hier. Es kommt niemand vorbei. Sie sind eingeschneit. Ihre Lodge-Verwaltung. Kommt ein bisschen Farbklecks. Ist ganz gut. Können wir hier noch so eine Seife reinmachen. Und vielleicht hier so ein bisschen Besenkammer-Style, ne? Ja, hinter der Tür, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Gut, gut. Hier kommt noch so ein kleines Handtuch dazu. Ja. Ja, das ist so ein Ausweichbad. Das ist ganz gut. Wenn man total versaut ist, von außen reinkommt. Und total schmutzig ist. Dann muss man hier erstmal duschen, bevor man hier reinlatscht in die Bude, ja? Das können wir hier vielleicht nochmal so ein bisschen... Oh, das ist so groß wieder.
Ja. Ja, Wickeltisch möchte ich jetzt hier, also ist so ein bisschen immer, ja, muss nicht sein. Geh nochmal in die Deko rein, da gibt es immer so schöne Kleinigkeiten noch. Oh ja, so ein Körbchen da, ne? Vielleicht müssen die Lodge-Bewohner da immer ihren eigenen Krams hier mitbringen, ihr eigenes Duschzeug. Oh, das ist auch so schön. Können wir hier so einen kleinen Hauswirtschaftsraum noch irgendwie integrieren? Ich meine, es ist jetzt auch wieder knapp vom Platz ohne Ende, aber das ist echt ein mega schönes Regal. Ich glaube, dann packe ich das wenigstens hier oben rein. Das ist echt gut. Natürlich in einer anderen Farbe hier. Nehmen wir mal. Das ist alles blöd. Alles blöd. Ich nehme mal das hier. Ja. Ja, schwierig, ne? Vielleicht können wir auch einige Garderobe doch irgendwie löschen. Wir machen die dann so bündig hier hin und dann können wir da drunter schieben. Das ist, glaube ich, noch besser so, ne? Ja, tschakalaka. Ja, dann können wir das auch nochmal hier so faken, dass da noch sowas hängt. Bei den Handtüchern vielleicht nehmen wir das da hin. Und das da, das hängen wir dann wieder da rein. So. So, dass das Licht rausguckt. Und noch ein bisschen an die Wand. Genau. Mal zusammengeschustert hier. Dann machen wir die aber kleiner. Machen wir die kleiner. Und verstecken die da so ein bisschen, ne? So. Babylampen. Ja, ja. Jetzt könnte man da unten lustigerweise auch noch die Schuhe hinstellen. Die da. Ist noch besser jetzt. Ja, so muss das sein. Jetzt können wir da vielleicht sogar nochmal so einen saugfähigen Teppich drunter packen. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Bitte legen Sie Ihre nassen Schuhe hier ab. Viel besser jetzt. Gefällt mir viel, viel besser. Muss ich echt sagen. Sehr gut. Gut, dass man das nochmal angepackt hat hier. Ja, das ist in Ordnung so. Das ist halt ein WC. Was willst du sagen? Hier können wir da nochmal ein bisschen andere Fliesenfarben auch doch reinnehmen. So ein bisschen was. Oder vielleicht ein bisschen eine Farbe rein oder so, dass das nicht so. Das gefällt mir jetzt nicht so arg. Vielleicht sowas dann doch. Das ist ein bisschen arg oder das Bläuliche. Ja, dann sieht man gleich, hier ist Nasszelle, ne? Hier ist eine Nasszelle. Machen wir das Ding doch wieder. Das dann ein bisschen dezenter. Nehmen wir doch das Helle. Ja. Das hier blau. Und das. Gibt es nicht in blau. Dann wird das so blau wenigstens. Da hinten blau. Und hier gibt es auch ein blau. Dann wird da noch ein paar Farben drin. Ist auch ein bisschen eingeglichen. Doch, das ist auch gut. So machen wir das. Let's do this. Dann machen wir da die Lampe hin. Und hier auch nochmal. So. Schön, schön, schön. Jetzt gefällt es mir langsam. Also jetzt wird es hier langsam hier fertig da, ne? Ja. Ja, ja, ja. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Die Küche ist eh das Highlight. Die ist auch ein bisschen moderner. Ja, ja. Fetter Kamin. Sehr schön. Ja, dann gehen wir nochmal runter. Wir gucken auch hier nochmal. Letzte Folge. Natürlich hier der Saunastollen war da dran. Den haben wir ja schon completed hier, würde ich mal sagen. Das ist schon mal hier abgesegnet, oder? Gab es auch keine Kritik von euch. Zumindest habe ich es nicht gelesen. Kritik hierzu oder irgendwelche, ne? Was man besser machen könnte. Wir brauchen hier draußen jetzt noch was. Da machen wir dann... Ich würde einfach einen schönen Esstisch hinmachen, oder? Wir haben oben ja den Whirlpool. Wir können auch den Whirlpool, aber da haben wir ja den anderen Pool. Ne, wir machen da so ein... Schade, dass man nicht so Sessel hinstellen kann mit so Decken drauf oder so. Das wäre natürlich toll. Ja. Man könnte hier vielleicht noch, das wäre noch eine coole Idee, so ein bisschen so ein paar Theken auch wieder hinmachen. Vielleicht auch gerade die etwas dunkleren. Kommt man denn da runter? Hier kommt man runter. Da ist auch der Weg. Also, wo du stehst, bist du hier im Weg. Dann machen wir das eher hier hin. Man kann die ja sogar auch in die Säulen reinpacken. Das macht ja nichts. Sieht vielleicht sogar ganz cool aus. Ja! Und da nochmal so eine Ablagefläche.
Das ist ja mal toll jetzt. Wow, das passt auch genau in die Nische rein. Und wenn man spielt, dann blendet sich das auch aus. Das ist ganz gut. Und da können wir dann so ein paar, vielleicht so ein Tee-Ding oder so rausstellen, was man damit rausgenommen hat. Eisgrillicht. So ein bisschen so eine Teekanne. Oder dass man da sich einfach so einen Tee machen kann. Das wäre doch gut. Ich weiß nicht, draußen kochen. Wollen wir auch einen Grill haben? Könnte man hier auch ganz gut integrieren. Machen wir hier das Tee hin. Das Teebesteck. Ich guck mal, ob wir den da reinkriegen. Na also, gut. Hier, dann nehmen wir das doch. Gab's da keinen braunen? Da gab's nur den. Ach, der da. Der da. Ja, das ist gut. Ja. Oh, da muss er aufpassen mit den Funken da. Das ist nicht, dass du dein Dach da abfackelst. Man zickt am eigenen Ast. Oberflächen. Wir brauchen noch was Schönes zum Raussitzen. Esstische. Der ist natürlich toll. Der ist natürlich richtig toll. Den müsste man vielleicht auch so rum hinstellen dann. Ja, machen wir das so. Es muss ja immer für viele Sims dann auch Platz haben. Wir haben ja von Anfang an gesagt, ich habe ja schon mal eine Winter Lodge gebaut, dass man da quasi jetzt eins macht, wo man dann wirklich mit mehreren Sims halt auch Platz hat, ne? So. Machen wir das doch so, das ist doch toll. Da auf der Seite dann vielleicht kein mehr. Kann man da grillen und essen, das ist auch top. Das ist auch top. Oben kommt man rein und dann direkt ist man in der Küche auch. Kann man noch Sachen raustragen. Das ist doch gut. Mit Polster, weil überdacht, obwohl es jetzt hier natürlich schneit, weil das kein richtiges Dach ist. Und ich glaube, wir können da auch kein richtiges Dach machen, wegen der Höhe vom Dings. Na, jetzt gucken wir das mal an. Wenn ich da jetzt eine Bodenplatte platzieren wollen würde, dann ist die natürlich hier gar nicht... ja, die ist zu hoch leider. Ach, schade. Ja, das wär's gewesen. Hätte man da so ein Dach quasi reindrücken können noch. Aber ich glaube, ich kann das auch nicht verschieben da, ne? Oder? Ne, ja, verschiebt mein Untergeschoss hier auch mit und dann bringt's wieder nichts. Nee. Schade. Rückgängig. Ups. So. Ja, das ist doch gut so trotzdem. Okay. Ja, haben wir das auch gemacht. Sehr schön. Jetzt brauchen wir hier noch so ein kleines Vordächchen. Das ist noch so ein bisschen... Da haben wir ja unseren Saunaabgang. Da kommt man direkt runter in den Wellnessstollen beziehungsweise raus. Wenn man unten in der Sauna war, kann man gleich schnell raus in den Schnee. Ich packe jetzt hier mal ein Dach rein. Wie sind das jetzt so rum? So. Ah, hier ist schwierig zu bauen da, ne? Machen wir das so und das kommt wieder hier zurück. So, was haben wir denn dafür? Verwitterte Holzschindeln, das passt. Da müssen wir auch noch die Umrandung dann aber hinmachen. Der braune hier. Ja. So. Wow. Okay. It's okay, it's alright. It's okay, it's alright. Machen wir jetzt mal hier weiter. Das ist so ein bisschen schwierig hier oben da, ne? Also das fand ich ja total toll. Ich weiß bis jetzt nicht, wie ich es verwenden soll. Ich will es einfach mal wegmachen. Wir lassen da so ein paar Außenlampen, das ist ganz schön. Das ist eher Deko, ne? Sollen wir das dann vielleicht irgendwo unten hin machen oder so, dass man irgendwie sagt, okay, dass da vielleicht irgendwie noch so eine Feuerstelle ist, dass die irgendwie sowas, ja, ne? Jetzt unsere Lichterketten, ah, das ist auch wieder so ein Thema, da passt wieder nicht daran, ne? Das ist wieder zu klein oder so und da geht's nicht und hier geht's nicht. Ist voll schade eigentlich, ne? Und das so macht, auch hier keine Säule, dann geht's auch hier wieder nicht auf. Also das geht nicht auf, wie man es dreht und wendet und was. Das ist echt schade. So könnte man es noch machen. Da geht's dann auf. Ah, okay, dann könnte man das hier vielleicht. Komm, dreh dich hier. So, dass man das vielleicht doch so macht. Da drüben ist aber kürzer wieder, ne? So. Ja, wie man es dreht. Es geht nicht auf.
Es geht nicht auf. Dann machen wir nur vereinzelt welche rein. Dann würde ich sagen, wir packen hier eins rein. Und lassen da in der Mitte, lassen wir das einfach weg. Hier passt das ja auch ganz gut. Dann können wir... sieht man die innen, wenn ich das so mache? Sieht man die innen? Ja, oh nö. Ja, es ist wirklich... Also wie man es dreht und wendet, es geht nicht gut. Es geht nicht gut mit den Dingern. Es ist echt so Mäusemelken. Schade. Wir lassen da hinten die trotzdem. Ich glaube, da kommen die nicht raus. Ja, da ist ja die Wand. Schade, ne? Eigentlich voll schade. Kann man die irgendwie über Eck machen oder so? Oder müsste dann vielleicht gehen irgendwie, dass man das vielleicht so macht, dass die da... Muss man wieder hier gucken, wo man anstößt. Da irgendwo. Und dann sind die im Fenster befestigt. Das wollen wir natürlich nicht. Dann machen wir das doch so. Hochleveln. Vielleicht auch immer, ich denke immer, ne, vielleicht auch so ein Trick für euch, wenn ihr was bastelt oder so, dass man das vielleicht immer dann schräg platziert, nicht immer an das Gitter halten. So reingefaked hier und dann ist das hier vollständig die Lichterkette. Dann wäre das auch so und so kann man es dann lösen, ne, einfach auch. Auch hier müssen wir wieder gucken, wann das Ding hier andockt. So, ein bisschen das in die Wand rein, ganz genau. Auch hier wieder hochleveln, bitte, danke. Das geht nicht, jetzt geht's. So, ungefähr die Höhe. Ja, dann haben wir da wenigstens so ein paar Lamps. Lamps. Das ist gut. It's good hier, it's good. It's no good. Man kann auch die immer ganz schön, wenn man die so ein bisschen in die Säulen, aber da sind die anderen auch da in der Säule drin, aber so kann man es auch gut machen, dass man die an so eine Wand quasi hinhängt. Auch mal gucken, dass die Glühbirnen wenigstens nicht halb verschluckt sind von dem Ding. Und dann kann man das jetzt mal Nacht machen und dann sie angucken. Und dann merkt man schon, hey, das ist gut. Also hier würde ich auch so ein bisschen Platz lassen. Vielleicht kann man da auch so einen Schneemann bauen oder so. Vielleicht finden wir noch eine Aktivität, die man hier integrieren kann. Das wäre nicht so schlecht. Vielleicht so ein Schachtisch oder so. Das ist, glaube ich, hier ganz gut. Whirlpool haben wir ja oben. Lass uns hier einfach so alte Holzstühle nehmen. Das ist dann wieder sowas. Hier. Ein bisschen Farben hier ändern. Ja, oder wir nehmen direkt die da, weil die passen auch ganz gut. Wir nehmen die, glaube ich. Mit einem schönen Stück Grün. Hier können wir das auch so da vorstellen. Das ist auch gut, ne? Was so macht hier ein bisschen mit Aussicht. Schachbrett mit Fleischbällchen und Aussicht. Sehr cool. Ja, dann hat man da ein Aktivitäten-Ding. Kann man mit den Tieren rumtollen, wenn man welche hat. Oder irgendwie sowas. Da würde ich gar nicht mal so viel noch ändern. Ja. Ja, oder? Tisch haben wir alles hinten, ne? Auch schon. Es ist so, man muss ja immer ein bisschen gucken. Eine Bar haben wir auch drin. Ist immer blöd, wenn man dann einen bestellt. Dann ist der vielleicht gerade in der Bar, wo man nicht will, dass er da ist. Ja, lasst uns das doch so machen hier. Okay. Kids Room haben wir completed. Hier brauchen wir noch ein Badezimmer und das Schlafzimmer ist noch nicht fertig. Das hier, also das ist auch ein echt schöner Kamin hier. Wow. Wow, wow. Da brauchen wir noch ein bisschen Deko in diesem Zimmer. Müssen wir mal der Kleinkramsdeko hier. Wo ist denn mein Grillbesteck? Nutzt das hier immer als Grilldingens hier. Da kann man auch ein bisschen vergrößern. Das sieht aus wie so Grillgabeldinger da. Schürhaken und wie auch immer, ne? So. Ja, nur so ein bisschen so ein Zeugs brauchen wir auch noch. Das wäre nicht unbedingt so, ne? So eine kleine Kommode. Da kann man so einen Föhn hinmachen. Oh, das ist schwierig hier mit dem Bett. Das mal so. Ja, da ist unser Maskottchen. Wir können auch da nochmal irgendwie... Irgendwas Kleines, Kekse. Kekse sind immer gut, die Kekse gehen immer weg. So. Ja, du, wenn man den Kamin hier anmacht, ich glaube, das ist schon das Highlight dann, ne? Wenn man den jetzt hier... Das ist schon gut. Ja, da hat man auch sogar einen Fernseher.
vom Bett aus zu betrachten, zumindest von der linken Seite. Der rechte, der hat das Stück Grün in der Fresse. Ja, machen wir das mal so. Und dann haben wir jetzt das Bad. Ich würde es, glaube ich, vom Stil her auch machen wie das andere. Also, dass wir quasi den gleichen Boden nehmen. Und auch hier das gleiche Steinwändchen. Das ist ganz schön. Ich würde auch hier die äußere dann da machen. Dann hat man das so. Und dann nehmen wir auch uns die Säulen. Haben wir die Säulen hier nicht? Aber wir nehmen die jetzt da. Die Stütze. Das sieht immer ein bisschen besser aus. Wie unten im Saunastollen auch. Dass wir in die Ecken dann... Ja, dass die jetzt so eine schöne... dass die dann so, ne? Schönen Übergang quasi haben. So. Schöne, klare Kante. Klare Kante. Ich würde, glaube ich, die Badewanne echt vor das Fenster irgendwie so stellen. Zumindest so, dass man da so, ja, die hier so hat freistehend. Das ist ganz toll. Vielleicht können wir vor das Fenster noch so ein paar Blümchen stellen oder so. Dann hat man hier die Badewanne. Ja, oh, jetzt wird's knapp. Müssen wir hier nochmal gucken, ob wir da vielleicht eine Dusche noch reinkriegen. Dann nehme ich natürlich wieder die Jahreszeitendusche. Die ist, glaube ich, hier ganz gut. Weil das Klo möchte ich eigentlich nicht vor die Tür stellen. Jetzt hat man eine Säule in der Dusche hier, Manometer. Wir können das auch so machen, dass wir die vielleicht... die passt auch da hinten vielleicht ganz gut rein. Dass wir da zwei Steinwände haben und dann auch den Abschluss. Und wir da eventuell doch die Säule dann rausmachen, sonst wird das alles so dunkel. Erstmal hier so weiß, dann halten wir uns hier vielleicht mehr an das Weiß. Wir da mal so ein bisschen so, warme Lampen. Ja. Und Klöschen, Popöschen, das muss jetzt hier irgendwo hin. Dann nehmen wir wieder so ein modernes. Ich finde ja das immer ganz toll. Machen wir das so. Ja, wenn man die komplett frei reinstellt, wäre es natürlich noch geiler. Sollen wir die vielleicht doch an den Rand so machen? Wenn man da dann drin legt, also so rum liegt man ja drin, dann kann man da rausgucken. Und da hat man dann noch so Pflanzen-Ding. Das ist besser, dann ist es nicht so eng hier. Ja, lass uns das mal so machen. Und da dann Waschbecken rein. Ah, ich liebe halt die Waschbecken. Ne? Ich würde vielleicht mal die auch nehmen. Die sehen ein bisschen so aus wie so Campingplatz-Spülbecken oder so, ne? Die haben halt auch voll den schönen Charme irgendwie. Die anderen oder die da, die sind auch toll. Komm, wir nehmen die mal. Die sind modern und trotzdem auch wieder so rustikal, ne? Die haben auf jeden Fall was. Die sind echt cool. Ist ein bisschen orientalisch. Vielleicht nehmen wir dann eins ohne ja, dieses Gold und so. Doppelwaschbecken oder eins reicht. Wir mal doppeln. Da passt sogar mit dem Holzfeld hier gerade auf. Dann können wir eigentlich auch hier das Holz nehmen, was passt, ne? Mit Schwarz. Das ist auch dann noch besser hier. Dann wäre da auch dieses Holzding da. Das ist eher dann das Metall. Aber da unten so ein bisschen das von der Farbe her. Das mal so, weil das eigentlich auch freistehende Waschtische sind, ne? Und nicht irgendwie. Ja, oder? Das vor der Tür, ne? Ja. Der ist auch toll, der Spiegel. Den nehmen wir direkt. Ich glaube sogar, den gibt es dann auch in der entsprechenden Farbe. Wir nehmen da so was Bläuliches. Dann haben wir das wieder aufgegriffen. Das ist auch gut. Ja, ja. Let's do this, ja. Dann nehmen wir hier mal, diese Holzhandtücher-Dinger, diese Halterung. Das ist ganz toll. Ja. Ja. So ein Badregal wäre auch noch top. Kriegen wir das hier noch reingedrückt hier? Das ist immer ein bisschen, ja. Wir müssen uns hier nach jedem Millimeter richten, du. Das ist ja echt... Das ist schön. Dann haben wir nämlich das gleiche Holz hier überall. Gut, dann packe ich hier auch die Säule dann doch weg. Ja, jetzt wird es ein bisschen heimelig hier. Ist ja auch toll, dass die Wasserhähne da direkt aus der Wand rauskommen. Das ist auch toll. Dann noch überlegen, ob man da vielleicht sogar noch die Griffe rausgucken lässt. Das wäre noch besser. Hm? Jetzt hier an der Wand, da möchte ich einen großen Spiegel haben. Wer hätte es gedacht? Ja, weil ja hinter der Tür, da kannst du eh nicht so viel machen. Die gibt's nicht in der Farbe.
Wir nehmen einfach wieder unsere Leuchtspiegel. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe den Spiegel 10-mal mehr als jeden anderen da irgendwie genommen. Aber das sind halt auch einfach die schönsten. Ich wüsste nicht, was ich ohne die Spiegel machen würde. Die sind so schön beleuchtet, so indirekt. Ich finde das total geil. Da fehlt noch der Wand. So. So, jetzt haben wir hier noch die Badewanne. Da kann man auch noch vielleicht irgendwie so ein paar... Ne, da machen wir so ein paar diese Pflänzchen dahin. Diese Wandpflanzen. Wo ihr sein denn? Die gibt es nämlich auch in so einem weißen Ton. Eieiei. Was sind die denn jetzt? Na, wir nehmen jetzt mal diese Körbchen. Das hat sowas von Wald und Tannenzapfen und so ein bisschen, ne? Und das ist so unsere Deko-Ecke da hinten. Unsere Blümchen. Boah, das ist natürlich auch toll. Und das ist so, sowas. Das ist so Luxus irgendwie, ne? Überleg mal hier Tulpen da irgendwie warm zu halten. Schon eine Challenge, oder? Na, man kann auch direkt die hier nehmen. Die Badewanne. Wo ist denn jetzt mein schönes Wanddeko? Ich glaube, das ist sogar bei Außendeko da, ne? Nee, das ist auch nicht. Sakrament. Wo ist denn das hier? Sag nicht, das ist nur bei Wanddeko drin. Da gibt es diese Tontöpfe da mit dem Grün, was oben rauskommt. Oh, das könnte man auch mal nehmen. Das ist voll toll. Da kann man so quasi so ein bisschen so ein Handtuchhalter oder so eine Wärmeding machen oder so. Das passt jetzt mir hier von der Art her aber gar nicht rein. Das ist echt ein schönes Objekt. Das ist wie das aus Gaumenfreuden, aber halt in Wandform. So. Ich finde meine Blumen nicht. Wir müssen doch bei Blumen drin sein. Ist auch blöd, dass man die Blumen da oder die Dinger nicht nach Wand sortieren kann. Da sind sie doch. Gepflanztes Leben hier. Die passen voll gut. Ja, weil die haben auch wieder sowas Modernes irgendwie und trotzdem halt, ne, vom Stil her passt das zur Badewanne mit diesem Holz. Und da packen wir jetzt irgendwie Handtücher drauf. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das geht. Ja, das muss gehen. Das muss gehen. Da sogar, die stehen sogar weiter ab, als ich dachte. Alter, das war so. Jetzt gucken wir mal, ob wir das nicht doch nochmal vergrößern, aber... Na, guck mal an hier, weil dann ist das hier so, aber das sieht man es trotzdem. Ja, schade. Dann haben wir das so dazwischen, dann wird es nicht unterbrochen. Dann machen wir die vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen kleiner. So, und dann mal wieder nochmal eins. Oh, schade, da geht's nicht so gut. Ja, dann lassen wir eins. Aber das eins höher dann. So, auch bitte. Ja, nochmal irgendwo eins. Oder ist das so ein bisschen hier? Das ist ein Hashtag Grünbad hier. Das Wärmeholz. Ja. Oder kann man auch die da, vielleicht sind die ein bisschen, die stehen noch mehr ab, ne? Ja, die stehen noch mehr ab. Ich hätte so gern so ein Handtuch, was halt da dahinter dann verschwindet. Aber man könnte es ja auch mal probieren, aber ich glaube, dann verschwindet es zu sehr auch. Wenn das irgendwie so macht, dass es so aussieht, wenn man es drüber hängt. Ach, das geht doch. Guck mal, das geht hier doch. Ja, so ein bisschen zacken, dann muss man ein bisschen höher hier. Ja, jetzt sieht man oben zwar die Griffe, aber das merkt kein Sim. Das ist schön, dann machen wir das so. Dann machen wir das aber unten eins. Und oben eins oder so. Dass das nochmal so ein bisschen. Platziert man es, dann ist es wieder anders. So, dass man die Griffe nicht so arg sieht. Das ist doch toll. Ja. 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 Jetzt noch ein Teppich. Warme Füßchen. Da würde auch so einer gut passen. Aber ich glaube, ich probiere mal echt da jetzt modern reinzubringen irgendwie, weil dass wir da ein bisschen das hier nochmal ein bisschen die Kurve kriegen. Der ist vielleicht ganz schön, wenn wir das sowas machen. Ein bisschen kleiner, dass wir da nochmal so einen Badteppich da haben. Ja, oh, das ist ein bisschen jetzt aber unter der Badewanne, aber das kann man so lassen.
Oder wir machen den einfach so drunter. Ja, aber unter den Waschbecken ist der eigentlich auch nicht, ne? Wenn die in der Wand eingebaut. Wobei die Tischchen können ja frei stehen. Ja, und hinten ist es an der Wand nur der Wasserhahn. Das geht auch. Machen wir das so. Vor der Dusche. Ja, wenn man jetzt sowas da anfängt wieder, das ist immer schwierig. Das irgendwie so mal probiert. Das ist dann sowas, das ist jetzt nicht so. Gefällt mir nicht. Jetzt noch Kleingrams Deko natürlich. Hier machen wir mal das Klopapier auf die Seite. Wird ein bisschen eng jetzt da, ne? Und da, und da, und da. Wäre ja auch so türkis, aber hellere irgendwie. Das ist so. Die da passen gut. Ja. Lasst uns die da nehmen. Machen wir eins in die Mitte, sonst hängt das wieder so arg auf dem Klo da. An den Spiegel mehr ran. Gut. Gute, gute. Ein schönes Bad hier. Mit schön grün. Alles drin, was man braucht. Ja, passt auch zum Zimmerstil dann so ein bisschen. Da haben wir auch so ein bisschen das Lila dann mit rein. Das Blau ist dann ein leichter Kontrast. Hier haben wir schöne große Fenster. Wir haben einen Kamin. Bücherregal, Hobby, ein bisschen Koffer, ne? Ein bisschen Schminki-Deko. Kleinkindbett natürlich, Beistellbett. Das ist gut. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen Lamps reinbringen, dass mir wieder in der Flur zu dunkel ist. Das ist nicht so gut. Packen das Kinderspielkrams ein bisschen rüber. Und hier machen wir so ein bisschen so eine Bilderwand, ne? So ein bisschen so. So was hier. Machen wir das mal so. Und dann können wir da diese einen, die da vielleicht nehmen. Brauchen aber, glaube ich, einfarbige. Ich dachte, wenn man die das so drunter stellt, irgendwie, das kommt vielleicht ganz gut. Wenn da zwei Stück nämlich macht, wenn man da unten so eine Leiste, in Anführungszeichen. Ja, die dürfen eigentlich nicht ineinander sein dann. Und das so eine Leiste irgendwie noch. Ist vielleicht ganz cool, so ein bisschen so eine Künstlerecke, sag ich jetzt mal. Kunstecke. Passt auch, ne? Sieht auch, könnte auch so eine Waldlandschaft sein und da oben Bäume. Das ist irgendwie was Creepy-mäßiges und das, keine Ahnung. Schneeflocken. Hingehen künstlerisch. Ja. Also hier sehe ich auch auf jeden Fall irgendwie nochmal so ein Spiegel oder so. Das ist vielleicht ganz cool. Am Flur sind Flurspiegel beleuchtet. Ja, ist hier wieder schwierig, ne? Machen wir dahin. Dann nehmen wir noch eine schöne Lampe. Dann nehmen wir wieder diese Stollenlampen. Die sind noch ganz toll. Nehmen wir die. Die sind gut. Die sind da ein guter Platzhalter. Sag ich mal. Dass man das hier so ein bisschen, ja, noch unterstützt an der Wand und nicht wieder irgendwie Bilder dahin hängt. Ja. Vielleicht habt ihr da noch eine Idee, hundertprozentig gefällt es mir noch nicht, wobei ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar jetzt hier schon die letzte Folge ist. Aber wir haben noch da so einen tollen Läuferteppich da gehabt. Wo ist denn der? So einen da. Der ist vielleicht ganz gut, wenn man den nochmal, kann man den stückeln. Da sieht man immer den Übergang, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd. Fällt fast nicht auf, aber wir gucken mal, was wir da noch haben, wenn wir da vielleicht so einnehmen. Gefällt mir auf jeden Fall besser ohne, weil sonst ist der Flur, der ist halt irgendwie, ja, irgendwie so ein, da voll die Kunst, ne, modern und schickimicki und hier der Kinderspielding, ne, so ein bisschen blöd. Also wir probieren das wirklich rauszustellen, dass man sagt, okay, da müssen die Kinder da irgendwie, rausgehen, um zu spielen im Wald. Wenn sie nicht zurückkommen, dann spielen sie noch heute. Und hier macht man dann lieber eine Sitzbank hin oder sowas. Das ist, glaube ich, besser. Viel besser. Naja. So. Gute, gute. Was müssen wir denn jetzt noch machen hier?
Ich weiß gar nicht mehr. Was ist denn noch? Was steht denn noch an? Ja, das ist riesig hier drin, ne? Wenn wir da mal... Ja, damals sowas Helles ist, glaube ich, ganz gut. Ja, die mal so ein bisschen da. Die mal dahin. Wollen wir mein schönes Wandgrün. Dann packen wir das so dazwischen vielleicht auch. Das soll ja alles schön warm aussehen und schön gemütlich und irgendwie so, ne? Unter die Treppe könnte man vielleicht auch noch so ein paar Pflänzchen packen, da muss man ja nicht ran. Bei den früheren Sims-Teilen hätte man gesagt, hey, da musst du hier immer gießen. Das ist ja wirklich so. Dass man hier so ein paar Pflanzen reingestellt hat, die irgendwie hier überwintern oder keine Ahnung. Und dann möglichst auch verschiedene irgendwie, dass man da so ein bisschen Variation hat. Nehmen wir noch so eins. Ja... Vielleicht nehmen wir da auch wieder so einen Teppich dann drunter. Ich finde das immer ganz cool, wenn man da so ein bisschen was, sonst ein bisschen so eine Matte hat. Ja, dass die da irgendwie, wenn die sabbern. Die Sabberpflanzen. Das Ding muss irgendwie noch ein bisschen mehr mittig jetzt. Ja, jetzt ist es ein schöner Läufer. So ist das doch gut. Man könnte da sogar noch ein Dreier draus machen hier. Triple Feature. Hier, machen wir das doch. Ja. Naja. Ja. Sehr gut. Jetzt gefällt's mir. Okay, ist das auch abgenommen. Jetzt, was fehlt denn noch? Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssen auf jeden Fall noch raus auf das Dach. Machen wir das doch? Ich glaube, dann haben wir es aber. Aber ich baue auch schon wieder so lange. Du guckst immer kurz auf die Uhr und dann... What? Naja. Naja, gut. Kann man da oben eigentlich so ein Dach da noch drüber stülpen? Hier. Wäre nämlich schon nicht so schlecht. Dann sieht es wenigstens so aus, wie wenn das hier nicht rein schneit oder was. Wird auch ein bisschen kleiner dann. Wenn man das nochmal hier irgendwie reinkriegt, oder? Das wäre doch perfekt. Wir müssen da, glaube ich, das Gitter anmachen, sonst ist das da unten. Und das irgendwie so nochmal hier unterstützend irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Das sieht auch jetzt ein bisschen blöd aus, aber... Besser als, dass man da runter kann. Ich würde, glaube ich, auch vielleicht doch nochmal den Zaun auch ändern. Der gefällt mir jetzt noch nicht so ganz. Das hat mich stark geritten. Da muss irgendwie ein leichterer Zaun hin. Der aber trotzdem irgendwie nicht billig aussieht. Vielleicht der da. Der ist, glaube ich, besser, wenn wir den nehmen. Ja, der ist gut. Der ist nämlich schön leicht und ist trotzdem irgendwie, ich sage jetzt mal, ein schicker Zaun. Ne? Ist nicht irgendwie so ein schäbiger Holzlatten-Dinger, wo die Holzlatten da schon irgendwie so angefressen aussehen. Also mal so. Das ist schon viel besser. Den haben wir ja, glaube ich, auch draußen, oder? Ja. Ja, weil das ist halt schon hier. Das darf nicht viel wiegen. Da muss man schon gucken. Also hier mal nochmal überlegen, kriegen wir da auch eine Holzleiste hin? Das wäre nämlich auch nicht so schlecht. Ein bisschen hier. Ja, ja. Sehr schön. Ja, das ist ein schöneren Übergang. Auch gut. Den Whirlpool, den würde ich, glaube ich, hier so mehr ins Eck reinpacken, dass man den da hinten vielleicht hat. Dass man hier ist auch schwierig, aber ich glaube, ich würde hier ein DJ-Pult hinstellen. Ja, es muss so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen extravagant sein. Es muss so ein bisschen übertrieben sein. Die haben da eine Party auf dem in der Aussichtsplattform oder so und das ist doch geil einfach, oder? Ja, und dann hier vielleicht noch so ein paar Stehtische und so eine kleine Bar, aber nur so eine Klappbar, oder so eine vielleicht, die ist auch noch so ein bisschen, die geht noch für außen und ist trotzdem irgendwie ein bisschen leuchtend. Oder wenn man so rum eine Bar, auch nicht. So ein bisschen zum Partybalkon oder so. Jetzt muss man immer gucken, wo läuft man entlang und wo feiert man. Aber ich würde es, glaube ich, schon so machen. Ja. Jetzt sind hier so die Angestellten in ihrer Ecke. Und die Herrschaften, die können da reinspringen oder da tanzen. Oder Aussicht genießen oder so.
Das ist so Stehtischchen braucht man da noch. Das gibt's leider nicht in diesem Spiel. Man hört höchstens diese Bar-Tische hier noch. Oh, die gehen sogar, wenn die so ein bisschen da noch dunkler. Ja, yeah. Das ist auch gut. Dann haben wir da immer dieses hellere Holz ein bisschen. Haben wir da noch so ein, zwei, drei Tischchen hin oder so. Das ist ja eine Privatdingens. Aber dann kann man da nämlich wirklich Barhocker hinmachen und die können sich dann auch hinsetzen. Und da was essen oder ne? Den Tisch quasi nutzen. Was macht man jetzt da draußen für Barhocker hin? Ich würde so Plastikdinger da jetzt eigentlich nehmen. Diese so moderne da. Und das irgendwie so nochmal macht. Jetzt können wir bald hier ein Restaurant eröffnen. Echt mal. Und da kommen jetzt noch schöne Lamps drauf. Schöne Lamps, sage ich hier. Schöne Lamps. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir da ein bisschen hier Nacht machen. Oder so Kerzen sind auch toll. Oder sowas da. Glasdinger. Oh, das ist auch schön. Das ist eine hübsche Deko, ne? Diese Triple mit Blatt. Das ist toll. Fast schon romantisch. Romantic. Wir können da auch noch so ein paar Pseudo, ne? Pseudo-Lodge-Lampen hinmachen. Das sind ja so urige Dinger dann. Das ist so ein bisschen dann, Stimmungsbringer. Das sollte natürlich nicht schweben. Aber dass man da so ein bisschen dann, den Flair noch mit reinbringt. Wow. Ja, das muss schon so ein bisschen, ne? Muss schon. Wäre noch toll, wenn man da noch so ein paar Partylichter hätte. Was sind denn unsere? Die da. Können wir die verkleinern und dann da so rein packen? Ja, weil die bringt so buntes Licht, ne? Ich hoffe, die können da DJ-Pult noch benutzen. Die sind ja wirklich hier knalleweiß jetzt hier. Das ist ja echt so ein bisschen Farbe, bisschen was Buntes. Ja. Ist schon cool, oder? Wer will hier nicht Winterurlaub machen? Geil. Ja, so ein paar Farbplexe sind das ja nur. It's okay, it's alright. Kann man den Baum damit eigentlich beleuchten? Das wäre auch noch krass. Das sieht aber echt aus wie eine Disco-Bude hier. Kommen die alle und wollen hier eine Party feiern. Könnte das Ding ja auch in den Baum reinsetzen, dann wäre der Baum beleuchtet. Wenn das irgendwie noch so ein bisschen Après-Ski-mäßig, ne? Von der Idee her macht. Ich probiere das jetzt einfach mal. Dann mal den Whirlpool dann leicht beleuchten. Dann hüpft sie wieder runter, wenn ich die zu weit in den Baum reinstelle. Kann man ja nicht sehen, die Dinger. Das ist das Problem. Aber die Bäume sind halt viel weiter unten. Dann rutscht meine Lampe auch weiter runter. Kann man die da vielleicht noch reinschieben? Na, das müsste ja gehen. Gar nicht so einfach, Leute. Gar nicht so einfach. Man soll die ja nicht wirklich sehen, die Lampen. Aber, ja. Und der leuchtet ja auch von sich. Wenn er dann fertig ist. Aber kann man da vielleicht noch die Poollampen reintun? Die Sprenkler-Dinger, das wäre noch was. Weil die leuchten auch schön bunt dann. Das sind auch so Stimmungsmacher hier. Wo ist denn der Baum? Kann man den nicht? Eigentlich müsste man den unten da an den Baum platzieren können. Dann müsste der Baum eigentlich leuchten. Aber das tut er auch nicht, ne? Nee. Blöd. Die leuchten auch zu wenig. Na, dann blättert es auch, das ist nicht so toll. Lassen wir das mal so, das reicht auch. Okidoki. Liebe Leute, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's wirklich hier. Ah, ja, ja. Ich würde auch hier den Schnee so lassen, sonst hat man die Aussicht wieder kaputt. Jetzt haben wir außen hier das gestaltet. Wieder eine XXL-Folge, XXL-Finale. Aber ich denke, ich habe jetzt alles durch. Jetzt gucke ich nochmal.
Jetzt guck ich nochmal, hier. Aber wir können da noch so ein Esel, ein Inimini. Den müssen wir da rausmachen, da noch. So eine Staffelei. Ja. Wo ist, oder so, gleich so ein Blumending, da kann man auch machen. Wieso nicht? Da muss die Staffelei noch raus, dass man das ein bisschen malen kann. Sowas ist auch schön. Ja. Sehr gut. Okay, it's okay, it's alright. It's okay, it's alright. Schönes Projekt, Leute. Wirklich mal danke nochmal für alle, die mitgemacht haben, kommentiert haben und fleißig dabei waren, Ideen geteilt haben und das alles damit quasi vorangebracht haben. Wirklich schöne, schöne Reihe. Danke, danke dafür. Ich wünsche euch einen ganz schönen Winterurlaub, wenn ihr dort hier Urlaub macht. Kommentiert gerne nochmal abschließend, was so euer Highlight vielleicht ist. Und ja, holt euch die Räume. Hashtag Mountain Lodge aus der Galerie für dieses Zimmer. Da gibt es verschiedenste Zimmer von euch für euch in der Galerie als Download. Und da könnt ihr den Raum ersetzen dann damit, je nach Situation. Wenn ihr viele Kinder habt, dann müsst ihr vielleicht nochmal ein Kinderzimmer platzieren. Sonst nochmal ein schönes Schlafzimmer oder ein Jugendzimmer oder ein Hobbyzimmer. Gibt's alles. Ich danke euch. Und jetzt dürft ihr wieder fleißig kommentieren, was ihr euch wünscht für neue Reihen. Da gibt es ja wieder Platz dafür. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.